Spitzenfußball in Dortmund, aber dieses Mal ganz ohne den BVB im Fokus. Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft testete im Ortsteil Kirchderne gegen Rumänien und es war ein besonderer Termin. Denn für das deutsche Team war es ein wichtiger Test vor der WM-Premiere im November in Japan und für die Gäste aus Rumänien das erste Länderspiel überhaupt. Dementsprechend klar waren die Vorzeichen für das DFB-Team, bei dem es vor allem darum ging, 4 neue Spieler zu testen. Und nach 10 Minuten Abtasten war es dann auch einer dieser Neuen, der sich energisch durchtankte und das erste Tor erzielte. Hasan Altunbasch, noch dazu einer der beiden Lokalmatadoren vom heimischen ISC Viktoria. Von da an kamen die deutschen Spieler zu mehr Chancen und Toren. Die fehlende Erfahrung der Rumänen machte sich bemerkbar. Shootingstar Tami Kuttig aus Marburg sorgte für die Treffer 2 und 3 und für Unmut beim rumänischen Torwart. Nach dem Tor des nächsten Debütanten Serdal Celibi vom FC St. Pauli stand es dann 4:0 zur Pause und von der ersten Halbzeit waren vor allem die Neuen im Team begeistert. Ja, besser geht's eigentlich nicht. Zu Hause, erstes Länderspiel, Feeling war gut. Es hat Spaß gemacht, war cool. 2 Tore gleich zu Anfang. Es war gut, ich bin zufrieden. 2 Tore deshalb, weil Hasan Altunbasch nach dem Pass von Ali Pektaş direkt nach dem Seitenwechsel zum zweiten Mal einnetzte. Und Bundestrainer Uli Pfisterer hatte nichts zu beanstanden. Und dann trug sich auch der Kapitän in die Torschützenliste ein. Alexander Fangmann vom Meister MTV Stuttgart in den Winkel zum mittlerweile 8. Treffer der Partie, was selbst die eingefleischten BVB-Fans zum Staunen brachte. Die Rumänen hatten in der Offensive nicht viel zu bieten, denn an Neuabwehrchef Daniel Hoss war kein Vorbeikommen. Für den Abschluss des Torreigens sorgte dann der Marburger Ali Pektaş mit den Treffern 9 und 10. Erst per 6 Meter und dann hier mit spektakulärer Einzelleistung. Der höchste Sieg der deutschen Länderspielgeschichte stand fest und der Bundestrainer sah durchaus positive Ansätze in Richtung WM in Japan in einem halben Jahr. Es gibt also wirklich diese Zielstrebigkeit zum Tor, einen Angriff jedes Mal mit dem Torschuss auch abzuschließen. Das brauche ich den Leuten bei uns, also das brauche ich ihnen nicht zu erzählen, sondern die machen das einfach. Und das hebt uns schon ab von vielen anderen Mannschaften, die, so wie man sieht, bei Barcelona und Bayern München tiki-taki immer nur hin und her spielen, aber vergessen, Tor zu schießen. Und das ist bei uns ganz stark und von daher rechne ich mir auch richtig was aus für die Fußballweltmeisterschaft. Denn Pfisterer und seine Spieler wollen in Japan natürlich genauso gut abschneiden wie Yogi und seine Jungs in Brasilien. Auch wenn es kleine Unterschiede gibt. Ja, die haben etwas mehr Gegner als wir und gut, die kennen ihre Gruppe schon, das wissen wir nicht. Ja, es ist natürlich schwer zu sagen. Ich meine, wir haben nicht die Favoritenrolle, die die haben. Deswegen wünsche ich ihnen viel Glück und uns viel Erfolg. Also mal gucken, was daraus kommt. Also ich hoffe, dass wir einen guten Sommer und einen guten Winter haben in Fußballsachen. Deswegen beiden Teams viel Erfolg einfach. Auch von uns viel Glück für das Fußball-WM-Jahr 2014. All right. Thank you.